Heute mache ich eine Bau-Challenge gegen meine Freunde Nelly und Billy, aber ich werde cheaten mit Bloop. Warte mal, was im Jacki Bloop? Hä, warum sagst du das? Werden wir heute etwa Bloop bauen? Ich dachte, wir machen eine Aquarium-Bau-Challenge. Oh ja, wir werden den gruseligen Bloop bauen und unser wird viel besser als deiner, Billy. Oh ja, ich werde nämlich mit dem Lucky bauen. Leute, mein Bloop, wenn ihr den seht, ihr werdet euch Pups in die Hose machen. Oh nein, werden wir nicht. Deiner wird gar nicht gruselig sein. Okay, Sim Lucky, ich fange sofort an zu bauen. So, Warte mal, Nelly, was machst du dort? Du musst nicht bauen. Wir werden heute cheaten mit der Malmod. Nämlich alles, was wir malen, können wir zum Leben erwachen. Warte mal, was, Monkey, das wird nicht klappen. Ich werde lieber meinen pinken, süßen Bloop bauen. Nelly, zwei Sachen. Es wird klappen und, was? Pinker Bloop? Nein, Bloop ist blau und dunkel. Er ist gruselig. Wenn er pink ist, sieht er gar nicht gruselig aus. Weißt du was, Nelly? Du kannst ja hier deinen eigenen Bloop malen. Dann schauen wir, wer besser malen kann. Und der, der besser gemalt hat, sein Bloop wird zum Leben erwacht. Ich glaube dir immer noch nicht, dass es funktionieren wird, Sim Lucky. Aber okay, dann mal schauen. Aber ich werde sie besser zeichnen. Leute, was geht hier? Was für Zeichnen? Billy, du hast nichts gehört. Und wieso tust du uns überhaupt auslauschen? Tu ich gar nicht. Billy, mach das, was du am besten kannst. Pupsi auf deiner Seite, okay? Okay, mach ich. Ey, das war nicht so. Billy, Mandy, was hast du gesagt? Das habe ich einfach so gesagt, aber der hat wirklich Pupsi gemacht. Okay, also nee, wir fangen jetzt an, Bloop zu zeichnen. Und ich werde ihn jetzt richtig gruselig machen. Okay, ich fange den jetzt an, mit dunkelblauer Farbe zu malen. Und später malen wir sein riesiges Maul, Nelly. Warte, was? Ein riesig? Nein, der hat ein kleines, süßes... der hat einen Mund und kein Maul. Was redest du da? Nelly, nein. Bloop ist gruselig. Junge, du checkst doch immer nicht, dass Bloop nicht süß sein soll. Warum redet ihr über Bloop? Wir bauen ein Aquarium. Oh man, Billy denkt doch immer, wir machen ein Aquarium. Ja, ja, Billy, wir machen ein Aquarium. Ich werde da richtig coole Pupsi-Fische reinmachen. Oh yeah, die ernähren sich von meinem eigenen Pups. Billy, du bist ekelhaft, ganz ehrlich. Oh ja, Billy, das bist du. Und so, Leute, schaut mal, hier vorne wird der Mund sein. Gerade kann man das vielleicht noch nicht so richtig gut erkennen, aber gleich wird man es. Hier wird seine Flosse sein, denn Bloop ist richtig, richtig groß. Simlaki, warte mal, du malst ihn blau? Ja, ich mal den natürlich blau. Nein, der muss pink sein. Wenn der pink ist, sieht der doch nicht gruselig aus. Dann sieht er richtig friedlich aus. Und wir wollen, dass Billy sich richtig erschreckt, wenn er uns im Bloop sieht. Er soll sich in die Hose machen, wenn er uns im Bloop sieht. Nee, der Bloop muss süß sein und schön. Der soll sich in die Hose machen. Nelly, wusstest du, dass Bloop mit seinem riesigen Mund ein ganzes Schiff aufessen kann? Warte, was? Ein ganzes Schiff? Hey, Sim Lucky, mach mir keine Angst. Oh doch, er ist abends im Wasser und wenn ein Schiff oder irgendwas anderes da drüber fährt, dann frisst er das auf. Was, Sim Lucky? Oh Mann, sag sowas nicht. Du machst mir Angst. Oh ja, Nelly. Guck mal, das ist jetzt sein Mund. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir müssen natürlich noch, warte mal, guck mal, wir machen hier vorne noch die gruseligen Zähne hin, womit er dann die ganzen Schiffe zerschreddert. Sim Lucky, okay, es reicht jetzt wirklich. Okay, dann ich auf. Also, hier vorne machen wir noch ein paar Zähne hin, aber wir müssen das Ganze noch, müssen wir so eine kleine Kontur geben. Das heißt, wir umranden den jetzt so mit schwarzer Farbe uns im Bloop, damit man den richtig gut erkennen kann. Und jetzt gerade ist unser Bloop natürlich nicht fertig. Soll ich umranden den mal kurz? Okay, Freunde, unser Bloop ist fast fertig, aber wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar hat er hier noch zwei Flossen auf der einen Seite und auf der zweiten Seite. Sim Lucky, also jetzt ehrlich, ich glaube, mein Bloop wird zum Leben erwachen, weil der sieht viel schöner aus und süßer. Nelly, was malst du eigentlich? Also ich bin echt gespannt, was du da gleich hingekritzelt hast, weil ich glaube, das wird richtig schlecht sein. Nein, das ist cool. Das sieht ein bisschen aus wie ein Delfin. Was? Wie ein Delfin? Bloop sieht nicht aus wie ein Delfin, Nelly. Ich meine Axolotl Bloop. Worüber redet ihr, Leute? Also wirklich, ihr seid ein bisschen komisch. Billy, du sollst aufhören, uns zu lauschen, okay? Das ist nicht cool und das ist nicht fair. Ach so, Delfine, ja. Ich mache auch Delfine. Nee, ich mache keine Delfine in mein Aquarium. Die sind Axolotl. Mache ich nicht in mein Aquarium, die mache ich in meinen Magen. Was, Billy? Was hat er da gerade gesagt? Ich werde dich aufessen.
Oh nein, Billy. Und dich wird was ganz anderes aufessen. Also, was meinst du denn, Lucky? Ach, das sag ich dir noch nicht. Leute, ihr wisst, was Billy aufessen wird. Das hier vorne. Schaut mal, wir machen jetzt hier noch sein Auge hin. Und jetzt ist unser Bloop schon fast fertig. Wir machen hier noch kleine Details. So, zack, 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 Leute. Und unser Bloop ist damit vollendet. Schaut mal, wie gruselig unser Bloop aussieht. Oh yeah. So, zack. Unser Bloop ist fertig. Nelly, seine auch fertig. Ja, meine ist auch fertig. Schau mal, wie cool der aussieht. Warte mal. Was, Nelly? Das soll Bloop sein? Ja, das ist mein pinker Bloop. Ja gut, Nelly. Das ist ein Defeat. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist ultra klein und süß. Ja, weil es Bloop ist. Ich glaube, du hast da was verwechselt, Nelly. Guck mal mein Bloop an. Wow, was ist das denn, Simlucky? Das sieht ja voll gruselig aus. Oh nein, nein, das können wir auf keinen Fall zum Leben erwecken. Wir müssen meinen süßen Delfin zum Leben erwecken. Leute, wenn ihr wollt, dass mein gruseliger Bloop zum Leben erweckt wird, schreibt jetzt alle gruselig in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, dass mein süßer Delfin zum Leben erweckt wird, schreibt alle Hashtag süß in die Kommentare. Nein, Hashtag gruselig. Nelly, dein Delfin ist gar nicht gruselig. Du hast das Thema verfehlt. Nein, das ist nicht das Blut. Ist es nicht. Alle Hashtag gruselig schreiben und komm schon. Und weißt du was? Ich werde jetzt den Command slash gruselig verwenden und damit spawnen wir das Blut auf 3, 2, 1 und 0. Und wow, Nelly, denkst du, es hat funktioniert? Ja, mein Delfin wurde ja zum Leben erweckt, beziehungsweise mein Bloop. Okay, lass uns mal schauen, Nelly. Ich glaube, das ist alles andere als dein kleiner, süßer Delfin. Wow, Simlucky. Warum sieht das so gruselig aus? Ich fein gleich. Oh Mann, Nelly, ich habe nicht gedacht, dass er so gruselig sein wird. Leute, sein Maul könnte halt wirklich eine ganze Schiffsfähre runterschlucken, weil er so groß ist. Yo, ey, ich habe schon ein bisschen Angst, dass Billy den sehen wird. Ja, der ist so riesig. Aber eine Sache fehlt dann noch. Der Bloop ist grau. Stimmt, Simlucky, der muss pink sein. Nein, darüber habe ich nicht nachgedacht. Der muss blau sein, Nelly. Und das kann ich mal mit meinem Command machen. Nelly, nee, das machen wir viel einfacher. Und zwar mit der magischen Axt. Warte mal, was, Simlucky? Wir müssen nur zwei Positionen markieren und dann können wir da jeden Block ersetzen. Oh ja, das machen wir jetzt. Und let's go, wir verwandeln den in blau. Wow, Leute, schaut mal. So sieht er echt besser aus, aber pink wäre noch cooler, sag ich dir. Leute, Pupsi Grün ist ja noch cooler, im Pups in braun. Billy, worüber redest du? Mein Aquarium wird braun. Ja, wir reden gerade auch über unser Aquarium. Nelly, tun wir nicht. Guck mal, lass uns mal reingehen. Schau mal, hier ist ganz, ganz viel Wasser. Weißt du was, wir müssen auch ein Aquarium bauen, weil es kann nicht sein, dass Billy vielleicht am Ende gewinnt, weil der ein Aquarium hat und wir nicht. Stimmt, Simlucky. Warte mal, aber das Aquarium wird der Bloop vielleicht aufessen. Nein, alles gut. Das wird der bestimmt nicht aufessen. Oder denkst du, der macht gleich vielleicht seinen Mund zu und wird uns aufessen? Simlucky, sag mir sowas nicht, sonst denke ich das wirklich. Okay, weißt du was? Wir werden jetzt hier vorne eine Position markieren und da drüben die zweite und jetzt hier ganz, ganz viel Glas platzieren, Leute. Und zwar wird unser Aquarium natürlich aus Glas sein. Oh yeah. Und dann müssen wir noch eine Wand hier hin machen. Und zack, ich habe jetzt hier das Glas auch platziert. Und Leute, schau mal, wie cool das jetzt schon aussieht. Und jetzt nur noch das Glas oben platzieren und boom, wir sind fertig. Jetzt können wir hier unten ganz, ganz viel Wasser hinmachen und unsere Tiere reinplatzieren, beziehungsweise ich meine unsere Fische. Okay, ich fange sofort an mit dem Axolotl, aber ich muss das hier noch ein bisschen besser machen. Was, Nelly? Mit dem Axolotl? Hör auf, das pink zu machen. Das ist das Aquarium, lass mich. Okay, weißt du was? Ich lasse dich einmal das pink machen. So, Leute, wir müssen jetzt hier ganz, ganz viel Wasser platzieren. Das machen wir so, dass wir hier eine Position markieren. Und dann platzieren wir wieder ganz, ganz viel Wasser mit unserem Command. Und boom, Leute! Wisst ihr was? Wir werden jetzt hier auch gruselige Fische reinmachen, okay? Damit wirklich hier alles komplett gruselig ist. Leute, ihr wisst ja, bald ist Halloween. Und deswegen wollen wir hier alles wirklich komplett gruselig machen. Okay, Simlucky, wird jetzt halt für meine ganzen Axolotls, die ich da rein platzieren werde. Oh ja, Nelly, kannst du ganz viele Axolotls reinplatzen? Junge, tust du das wirklich? Ja, natürlich, weil Axolotls sind schön. Nelly, es tut mir leid, aber ich will jetzt ganz viele Haie hier reinmachen. Was? Oh nein, keine gruseligen Haie, bitte. Oh doch, die müssen... Ah, die essen die ganzen Axolotls! Die wollen auch mich essen, Simlucky. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, Nelly, okay, warte, was? Ich helfe dir raus, Nelly. Keine Sorge. Und so, zack, komm hier raus. Oh, puh, das war knapp. Ja, was machst du da? Du kannst doch nicht ganz viele Haie putzen, die essen meine Axolotls. Nein, werden die bestimmt... Ey, auf mich da hier einzubauen, Nelly. Aber egal, ich kann sowieso wieder raus. So, Nelly, weißt du was? Die Haie, Ding geht's da richtig gut.
Okay. Und wir werden hier vorne einfach noch Essen hinschreiben, damit jeder weiß, dass der Bloop, dass hier essen wird. Warte, was? Ich dachte, das wäre ein Aquarium. Nein, Nelly, ich hab dich vielleicht ein bisschen geprankt. Das ist das Essen für Bloop. Mach da sofort meine ganze Axolotl raus. Ich will nicht, dass sie gegessen werden. Ja, das kannst du ja selber machen. Du kannst ja rein zu den Haien gehen. Oh, doch nicht. Da gehe ich lieber nicht rein, sonst werde ich aufgegessen. Okay, besser so, Nelly. So, hier kommt das nächste Essen. Zack, zack, zack. Ich habe einen Axolotl aber gerettet. Oh Mann, Nelly, die Haie, die machen schon nichts. Ich glaube, die sind friedlich. Und hier kommt jetzt das E hin und dann nur noch das N. Und dann haben wir Essen fertig geschrieben. Und Leute, mir fällt gerade was auf. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir könnten einfach so tun, als ob Bloop Billy aufessen würde. Was? Sollen wir hier Billy hinmalen? Oh ja, wenn er das sieht, wird er sich sicherlich in die Hose machen, Nelly. Wir machen einfach Billy hier vorne hin. Okay, ich werde dann anfangen, Billy zu bauen. Ja, du musst... kannst du den überhaupt bauen? Ja, ich meine, wir bauen einfach richtig hässlich. Warte, was? Ich glaube, Billy hat das nicht gehört. Leute, das haben ganz genau gehört. Ja, Billy, du hast gar nichts gehört. Ach, hör auf, mich hässlich zu nennen. Das war nur Spaß. War es nicht, Sam Lucky? Okay, gut, wenn es nur Spaß war. Leute, okay. Aber wisst ihr was? Wir wollen Bloop noch viel, viel gruseliger machen. Ich habe eine gute Idee. Und zwar werden wir dafür Spikes benutzen, okay? Seine Zähne gerade sind noch nicht so gruselig. Wir müssen den richtig, richtig gefährlich machen, indem wir hier überall ganz, ganz stachelige Spikes platzieren. Und wenn er dann jemanden beißt, dann geht er auf jeden Fall drauf. Wer geht drauf, Leute? Bitte hör auf, jetzt die ganze Zeit zuzuhören, okay? Ich wollte nur mal gesagt haben, euer Aquarium wird ein bisschen stinken und Nelly, du stinkst auch. Was, Billy, warum sagst du das jetzt? Keine Ahnung, du stinkst halt. Okay, Billy, das ist ehrenlos zu sagen, dass jemand stinkt. Ja, du stinkst nach, wenn ich daran so denke. Billy, das ist nicht witzig, was du da sagst. Doch, ist es. Leute, kommt hier jetzt alle, Hashtag nicht witzig, wenn das wirklich nicht witzig war. War es. Oh nein, Billy, kommentieren alle Hashtag nicht witzig oder schreib einfach in die Kommentare, Billy stinkt, okay? Weil eigentlich bist du derjenige, der stinkt. Ja, ich riech voll gut. Billy, hast du einmal in deinem Leben geduscht? Ja, nee, aber brauch ich auch gar nicht. Ja, okay, Billy, dann stinkst du wirklich. Ja, ich dusche nicht häufig. Ich dusche vielleicht so einmal in 10 Jahren. Okay, Billy, das ist richtig ekelhaft. Billy, du bist wirklich der Ekelhafteste. Du sagst, ich stinke. Leute, ich rieche nach Pups. Okay, das ist sehr stinken. Nein, das ist richtig cool. Leute, guck mal, hier oben platziere ich andere Stachen. Billy, ich rede gar nicht mehr mit dir, okay? Und zwar sind das so Stacheln, die ich auch oben platzieren kann. Und das sind vergiftete Stacheln. Das heißt, wenn da jemand reingerät, Junge, das war's dann mit dem. Und so sieht unser Bloop schon tausendmal gruseliger aus. Und schaut mal, dort oben sind seine Augen. Warte mal, Nelly, wie baust du da, Billy? Ja, schau mal, ist er nicht schön? Ja, du baust ihn echt perfekt, aber Nelly, du hast eine Sache vergessen. Okay, dann wäre das nicht Billy, wenn du das vergessen hast. Und zwar seinen ganzen Pups, Nelly. Junge, der wird so ausrasten, wenn er hier sieht, wie er aufgefressen wird. Und da ist sein ganzes Pupsi ekelhaft. Okay, ich mach seine Arme jetzt hin und gleich mach ich seinen riesen Kopf dahin. Okay, mach das, Nelly. In der Zeit werde ich den Bloop noch viel... ich werde ein bisschen upgraden. Und zwar haben wir hier vorne schwarze Augen, aber was viel, viel besser wäre, wenn wir ihm rote Augen machen. Nein, bitte mach das nicht, dann krieg ich Angst. Oh doch, ich mach das jetzt. Ein Auge ist schon fertig, Leute. So ist der Bloop einfach viel gefährlicher. Schaut mal, wenn er rote Augen hat, weil rot heißt, dass er aggressiv ist und jemanden essen will. Simlaki, was machen wir, wenn der jetzt im Mund zu machen und sonst isst? Ich habe eine Idee, okay? Weißt du was? Damit der uns nicht isst, müssen wir vorne ganz, ganz viel Essen für Bloop platzieren, okay? Okay, das ist eine gute Idee. Ja, ganz genau. Und zwar machen wir jetzt hier vorne eine kleine Platte hin, wo wir, warte mal Leute, so, zack, wo wir ganz, ganz viel Essen platzieren werden. So, zack, jetzt müssen wir dann noch einen Tisch drauf machen. Okay, Leute, wir platzieren jetzt hier einen Tisch und schaut mal, wir werden jetzt hier richtig, richtig krasses Essen hinmachen. Denn Bloop, der darf nie hungrig sein, sonst isst er vielleicht noch uns auf und nicht das Essen. Sim Lucky, was? Schau mal, ich habe einen Konfetti gebaut. Mhm, und weißt du, was ich als Essen hier platzieren werde? Warte, ich guck gleich vorbei. Ganz, ganz viele Burger. Oh yeah, Bloop mag bestimmt Burger. Nein, der mag doch keine... Der mag Salat. Wie kommst du auf Salat, Nelly? Bloop will Fleisch essen und keinen Salat. Yo, ey, Nelly, Billy sieht sowas von witzig und gut aus.
Ja, findest du, ich habe richtig gut gebaut. Ja, du hast ihn sogar ein bisschen zu gut gebaut. Hey, warum baust du nicht einfach mal einen Zemlaki von mir? Wir haben doch eine Zemlaki-Statue zu Hause. Leute, warum redet ihr über mich? Billy, wir reden nur darüber, wie schlecht du bist. Ach so, okay. Ich bin gut. Nein, bist du nicht. Also Leute, wir machen jetzt hier weiter. Zemlaki, lass mich ein bisschen bei dir beim Essen helfen. Ja, der Tisch sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ist so holzfarbig und der Boden auch. Dann sieht man den fast gar nicht. Egal, wir platzieren hier den nächsten Tisch. Das ist nicht alles vom Essen. Wir müssen hier noch mehr Essen hinmachen. Okay, und ich platziere hier ein bisschen besseres Essen. Schau mal, Zemlaki. Warte mal, was willst du platzieren, Nelly? Mhm, und zwar Salat. Nein, Nelly, das platzieren wir nicht. Wir platzieren ganz, ganz... Ey, Junge, was für Salat? Der mag doch keinen Salat. Wir platzieren ganz, ganz viel Pizza. Aber ist das ein bisschen wenig Essen? Warum? Ach, stimmt, Nelly. Für Bloop ist das bestimmt richtig wenig Essen, weil, ich meine, der ist ja komplett riesig. Für uns ist das vielleicht ein richtig großer Burger, aber für den ist das richtig klein. Ja, stimmt, Zemlaki. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, Nelly, das sind ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wären 11 Nelly-Köpfe, die er isst. Warum Nelly-Köpfe? Weil die Burger genauso groß sind wie deine Köpfe. Ey, mach mir keine Angst, Zemlaki. Okay, weißt du was, das war nur Spaß. So, ich platziere vorne noch mehr Burger. Ich mache hier einfach hier alle nochmal hin. So, zack. Und dann platzieren wir jetzt den letzten Tisch. Und hier machen wir jetzt auch nochmal was richtig Cooles hin. Und zwar ganz, ganz... Sollen wir noch mehr Pizzen? Ich platziere ganz, ganz viele Hotdogs, okay? Okay, mach noch ein bisschen Salat drauf. Nein, Salat... Ey, was für Kuchen? Der mag bestimmt Kuchen. Okay, ja, der könnte wirklich vielleicht Kuchen mögen. Aber weißt du was? Was er noch viel mehr mag, ist ganz, ganz viel Fleisch. Und deswegen droppen wir hier überall Fleisch. Überall hin. Sonst, damit er auch genügend hat. Ein Stack Fleisch, Leute. Und Nelly, so viel Kuchen kann der, glaube ich, gar nicht erst essen. Ich liebe es, Kuchen zu backen. Wenn ich Kuchen mag, mag der bestimmt auch Kuchen. Nelly, du bist aber nicht Bloop, okay? Also du weißt bestimmt nicht, was der mag. Leute, ich habe mein Aquariumfeld gebaut und es ist so viel besser als euer, weil ihr schlechter, ihr seid die größten Noobs. Zemlaki, langsam nervt mich Billy richtig. Ja, mich nervt er auch. Weißt du was? Wie wär's, wenn wir mal rübergehen und einen kleinen Besuch abstatten? Lass ihn pranken, Zemlaki, okay? Okay, wir gehen rüber. Aber nee, stopp. Du kannst nicht so rübergehen. Und zwar brauchst du erstmal einen Unsichtbarkeitstrank für 3 Minuten, damit der uns auch nicht sieht. Okay, nimm den, Nelly. Okay, Zemlaki, danke. Wir machen das nicht, dann gehen wir rüber. Oh ja, und wir werden richtig Angst einjagen. Und ich weiß auch schon, wie. So, trink den Unsichtbarkeitstrank. Wo bist du denn? Ich kann dich gar nicht mehr sehen. Ich bin genau hinter dir, Zemlaki. Keine Sorge. Okay, warte, woher weißt du? Ah, da vorne bist du. Okay, Nelly, folg mir schnell. Okay, Leute, Marsha, was hat der dort denn gebaut? So, ich bin gleich. Ich bin fertig. Was? Der ist fertig? Nelly, was soll das sein? Ich weiß auch nicht. Was ist das für Fische dort? Ich glaube, denen geht's gar nicht gut. Schau dir mal die armen Fische an. Ist das. Kann es sein, dass das Wasser braun ist? Das ist irgendwie ein bisschen verfärbt. Das ist so ein bisschen grün. Oh ja, meine Fische, denen geht's so gut. Leute, wir müssen es beeilen. Wir haben nur 3 Minuten Unsichtbarkeit und irgendwie die Fische, die sehen auch nicht normal aus. Also die sind irgendwie mutiert. Das sind ganz gruselige Fische. Ich meine, aber die Fische sind sowieso richtig schlecht. Leute, er hat sich so einfach so einen Pupshaufen hingebaut. Was mit, also sieht aber ehrlich gut aus, der Pupshaufen. Zemlaki, wie pranken wir denn jetzt? Wir könnten irgendwie richtig gruselige Fische bei ihm reinplatzieren. Aber ich habe erstmal eine richtig gute Idee, okay? Schau mal, wir platzieren einfach genau hier vorne ein Schild. Was willst du hinschreiben? Ich werde da was richtig, richtig Erschreckendes hinschreiben. Wie zum Beispiel Bloop. Einfach nur Bloop? Das ist ja voll gruselig. Nein, nicht einfach nur Bloop. Ich werde hinschreiben, Bloop wird... kommen. Oh ja, Punkt. Hahaha. Was, Zemlaki? Oh ja, und das werde ich jetzt überall hin machen. Ich habe auch so ein J hingeschrieben. Aber ich kopiere das jetzt überall hin und platziere das jetzt ganz oft. Bloop wird dich jagen. Oh ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis Billy das bemerkt. Oh ja, lass mich mein Aquarium nochmal kontrollieren, ob es wirklich gut aussieht. Was ist halt dieser da oben? Oh Leute, ja, let's go, der sieht es gleich. Zemlaki, der will sich sowas von die Hose machen. Was steht da? Bloop? Wie? Leute, ich hab vergessen, Billy kann nicht lesen. Willkommen? Bloop, willkommen! Ja! Warte, warum sind die überall hier? Warum sind die überall? Bloop, willkommen! Nein, Bloop, wo ist Bloop? Zemlaki, der rast ja komplett aus. Es hat funktioniert, Nelly. Hahaha.
geil, das kann nicht sein. Blub ist so gefährlich. Er will mich aufessen. Wenn der gleich sehen würde, dass Blub ihn wirklich essen tut. Wie lange? Wir haben noch 50 Sekunden Unsichtbarkeit. Okay, warte mal. Ich gehe hier ganz kurz rein. So, zack, ich muss wieder zumachen. Und jetzt platziere ich hier die gruseligsten Tiere. Wie zum Beispiel ganz, ganz viele Haie. Oh yeah. Hahaha. Weißt du was? Wir platzieren hier sogar noch einen riesen. Wir platzieren einen riesen Oktopus. Okay, let's go, Leute. Warte mal. Hier finden wir irgendwie gar keinen Oktopus. Ist das ein Oktopus? Nein, das ist kein Oktopus, Leute. Ich brauche einen Oktopus. Und zack, ich platziere diese Dinger, diese Tintenfische. Haha. Junge, die haben einfach so ein Auge. Sehen voll gruselig aus. Hört auf, meine Fische zu essen. Leute, ich muss schnell weggehen. Meine Unsichtbarkeit geht in 2 Sekunden weg. Wer war das? Okay, puh, wir sind jetzt wieder auf unserer Seite. Nelly, komm auch schnell rüber. Okay, ich komme jetzt auch schnell. Und ich würde sogar sagen, Billy, wir sind fertig. Wollen wir kontrollieren gehen? Hier passiert irgendwas komisches, Blue kommt. Warte, was? Billy, was redest du da? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Sim Lucky, ich bin jetzt auch da. Okay, perfekt. Billy sollte nichts davon mitbekommen haben, dass wir ihn geprankt haben. Ja, hat er bestimmt nicht. Leute, soll ich jetzt kontrollieren gehen? Ja, können wir machen. Einen Moment, ich bin gleich fertig, okay? Was meinst du, Billy? Leute, was macht er dort? Lass uns mal kurz beobachten. Sim Lucky, was tut er denn da? So, nimm das, nimm das! Tut er gerade gegen die ganzen Tintenfische kämpfen? Und bam, nimm das! Ich bin gleich fertig, 1 Sekunde noch. Okay, ich glaube, der versucht, die zu killen. Die sind zu stark. Okay, ich muss hier raus. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, keine Luft mehr. Warum kriegt keine Luft mehr? Leute, was geht bei Billy ab? Oh, puh, ich bin draußen. Ja, bin fertig, ich komme. Ja, Billy, wir warten hier vorne auf dich. Du kannst auch... Leute, der geht auf die andere Seite, bruh. Ich bin da, wo seid ihr? Ja, Billy, wir kommen gleich rüber. Junge, wir müssen auf die andere Seite gehen. Das gibt's auch nicht. Nelly, komm auch schnell rüber. Billy, wir sind genau hier vor... Billy! Ich sehe euch nicht. Jetzt hat er schon wieder die Seite gewechselt. Ich bin hier vorne, Sim Lucky. So, komm, lass zu ihm gehen. Sim Lucky, ich bin genau hier. Wo bin ich? Billy, ich glaube, du hast ein kleines Problem. Kann ich dir kurz helfen? Ich sehe nichts mehr. Der Tintenfisch ist auf deinem Kopf. Billy, mach den weg. Mach den weg von deinem Kopf. Sim Lucky, oh, puh. Danke. Ey, warum sprichst du bei mir? Ich wollte dir nur helfen, Billy. Lass erstmal schauen, was hast du hier gebaut, Billy? Richtig schön, Das ist gar nicht schön, Billy. Das ist mein braunes Aquarium. Billy, was sind das für Dinger da drin? Das sind Tintenfische, ja. Und sonst nur? Billy, das Aquarium ist voll schlecht. Und da oben ist ein Pupshaufen. Pups, cool ist. Billy, du kannst mal das angucken, was wir gebaut haben. Flieg einfach mal rüber. Okay, ist bestimmt nicht so gut wie das, was ich gebaut habe. Oh doch, schau mal, Billy. Und boom! Ah, was ist das denn? Warum ist da ein Billy drin? Warum ist da ein Billy drin? Ja, Billy, da ist ein Billy drin in einem Maul von einem Bloop. Sim Lucky! Oh ja, ist das nicht gruselig? Sim Lucky, die haben wir komplett hops genommen. Sim Lucky, die haben wir sofort rausgehen, da haben wir die essen. Und schau mal die Zähne an, Billy, die sind ganz, ganz spitz. Das sind Stacheln, Sim Lucky. Oh ja, und guck mal, was da steht. Das ist das Essen für Bloop. Ich glaube, Bloop wird dich jetzt essen. Leute, wenn ihr wollt, dass Billy gegessen ist, lasst ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, damit keine weiteren Videos mehr verpasst. Jetzt schreibt schon das nächste Video, damit Billy gegessen wird. Nein, nice. Schreibt aufs nächste Video. Tschüss. Tschüss.